Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir machen Windows-Applikationen. Das letzte Mal haben wir gehört, was so Steuerelemente sind. Heute wollen wir uns das ansehen, wie die auch wirklich ausschauen. Und zwar heute unser Programm vom letzten Mal offen. Also wir haben da eben auf der linken Seite gibt es die Toolbox. Wenn die nicht angepinnt ist, dann schaut das hier so aus, dann klappt das so aus. Ja. Mit dieser Pinnadel da oben kann man die anpinnen, dass die immer da ist. Wenn die Toolbox gar nicht da ist, wenn ich es da oben zugemacht habe aus irgendeinem Grund, jetzt ist sie weg. Dann kann man die bei Ansicht, kann man da Toolbox, zack, dann ist wieder da. Okay? Also so, in der Toolbox findet man die ganzen Steuerelemente. Und ich würde sagen, wir fangen an mit einem Knopf. Ja, also Knopf, wo will das sein? Wie heißt Knopf auf Englisch? Button. Das ist da übrigens gruppiert. Gell? Da haben wir alle Windows-Forms, also allgemeine Steuerelemente, dann haben wir nur eine kleinere Auswahl. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Also ich ziehe jetzt einmal einen Button, einen Knopf. Und da sehen wir, da steht einmal Button 1 drauf, den kann ich da platzieren, wie ich will. Ja. Wo es jetzt interessant wird an und für sich, ist da, wo normalerweise immer mein Kopf ist, da rechts unten, da sehen wir Button 1. Ja. Da oben kann ich mir jetzt auswählen, was möchte ich anstellen, Form 1 und ich habe ein Button 1. Button 1 ist im Moment der Name. Ja. Wenn mir das stört, dass das Button 1 heißt, kann ich da nach unten scrollen. Und da gibt es irgendwo, gibt es Entwurf. Da gibt es einen Namen. Ich habe gesagt, jedes Steuerelement hat einen Namen. Und den kann ich nennen, wie ich will. Mein Knopf. Das ist mein Knopf. Yeah, mein Knopf. Jetzt heißt er mein Knopf. Ja. Das wird übrigens dazugefügt, da ist in diesem Designer CS, da haben wir da unten, ja, Button mein Knopf. Tatsächlich. Ist da. Okay. So, jetzt steht aber Button 1 drauf. Ich habe den gerade umgetauft. Ja, warum steht denn noch immer Button 1? Weil es gibt einen Unterschied zwischen Namen und dem, was drauf steht. Der Name ist praktisch schon der Variablenname und das, was drauf steht, ist eine andere Eigenschaft, das heißt Text. Die kann ich auch hier ändern. Und das habe ich halt Knopf. Ja. Knopf. Hm. Der Knopf. Ja, steht Knopf drauf. Hassen tut er. Wie heißt er? Mein Knopf. Und jetzt würde ich sagen, jetzt starten wir die Applikation mal, starten wir und schauen, wie das ausschaut. Es gibt einen Knopf, da steht Knopf drauf. Das Fenster nicht größer und kleiner machen, der Knopf bleibt an seiner Position. Was ist, wenn ich es da links oben nehme? Ah, dann wandert er mit. Ja? Wandert er mit. Aber so können wir das machen. Wir können auf den Knopf draufdrücken, aber es tut sich halt noch nichts. Tut sich halt noch nichts. Wir erzeugen damit ein Ereignis, das werden wir sich gleich anschauen. Okay, also wir haben einen Knopf, wir haben ein Fenster, wir haben einen Knopf. Jubel! Jetzt stört mich zum Beispiel, dass der Knopf da in der Mitte bleibt. Ich möchte ihn da unten haben. Ja, und er möchte, egal wie groß das Fenster ist, es soll rechts unten sein. Wie mache ich das? Gibt es ebenfalls Eigenschaften? Da kann man sich anschauen. Ich meine, da gibt es Eigenschaften, das ist ein Wahnsinn. Ja. Darstellung. Daten, Entwurf, Layout. Ah, schau, und der Anker, ja, Top Left. Und da kann man auch sagen, hey, jetzt will ich nicht Top Left, jetzt will ich, dass der rechts unten bleibt. Rechts unten soll er bleiben. Ja. Schauen wir uns das an, wie das funktioniert. Starten. Ah, jetzt ist er rechts unten. Ja, rechts unten. Schauen wir. Wut. Ah, so funktioniert das also. Wenn ich da kann, ich so geht das. Muss man ein bisschen aufpassen, gell? Dass das immer irgendwie korrekt ist, dass nicht manche Steuerelemente sie verschieben, die anderen bleiben stehen und dann schaut es irgendwie ziemlich arg aus. Ja? Also da kann man die Sache schon schlecht machen. Gut, also dieser Knopf. Jetzt sollte natürlich was passieren, wenn man drauf drückt. Wir können hier umschalten auf Ereignisse. Ja? Schalten wir um auf Ereignisse. Gut. Ja?
Und da gibt's, da sehen wir mal, was es alle für Ereignisse, für Events gibt. Und ein wichtiges Element bei einem Knopf ist natürlich das Click-Event. Und da haben wir so eine Dropdown-Box, da können wir nichts aussuchen. Aber wir können mit einem Doppelklick, können wir etwas Neues da reingeben und da gibt es mein Knopf-Klick, das wird automatisch für uns so benannt. Ja? Und da können wir was drin machen. Diese Methode unseres Forms, ja, wir sehen, das ist im Form.cs, wird das automatisch hinzugefügt. Da können wir was programmieren. Ja? Zum Beispiel können wir schreiben, mein Knopf, Punkt, können auf irgendwelche Eigenschaften und Text, ja? Und da setze ich halt jetzt gedrückt hinein. Also wenn ich einmal auf den Knopf drücke, müsste eigentlich jetzt gedrückt drinnen stehen. Schauen wir uns das an, ob das passiert. Knopf gedrückt. Natürlich geht es jetzt nicht mehr weg, weil ich sage, wenn ich einmal gedrückt habe, setze ich den Text um und fertig. Okay, gedrückt. Ja, und wie gesagt, es gibt da drüben eine große Anzahl, nennen wir es große Anzahl, an Steuerelementen. Da möchte ich, dass wir unsere Applikation jetzt ein bisschen erweitern, dass wir dann praktisch verschiedenste Steuerelemente etwas kennenlernen, weil wir sehen ja, es gibt da Events, es gibt Eigenschaften noch und nöcher. Schauen Sie das, wir kratzen an der Oberfläche, ja, aber nachher soll zumindest klar sein, wie es funktioniert. Ja. Also so fügt man Steuerelemente ein, da unten, wie gesagt, kann man sich anschauen, Eigenschaften, Methoden und so weiter. Wir sehen auch, das meiste funktioniert relativ automatisiert. Und ja, so schaut es also aus. Beim nächsten Mal werden wir eben unser Programm etwas erweitern. Da werden wir ein Textfeld einfügen, da werden wir ein Label einfügen. Und wenn man auf den Knopf drücken soll, das, was im Textfeld steht, auf dem Label stehen. Was ein Textfeld und Label und so weiter ist, das schauen wir uns das nächste Mal an. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.